Willst du das wirklich so machen? Das Letzte, was sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Otto, ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Mach schon, war deine Idee. Wie viele Männer schicken wir los? Zwei Teams. Eins greift die Bar an, das andere Börlas. Wenn wir das alte Ollo abwackeln müssen, um Sammy zu kriegen, werden wir es tun. Wir hören erst auf, wenn der alte Mann dort ist. Er, Alice und der andere Kerl. Lincoln, Clay. Genau der. Diesmal wird er uns nicht entkommen. Zeit für Zielübungen! Looten! Schicken wir los. Zwei Teams. Eins greift die Bar an, das andere Berlas Lab. Der Boss meint selbst, wenn wir das halbe Hallo abfackeln müssen, um Sammy zu kriegen. Werden wir es tun? Wir hören erst auf, wenn der alte Mann tot ist. Er, Alice und der andere Kerl. Lincoln Clay. Genau der. Diesmal wird er uns nicht entkommen. Papa Legba, öffne mir das Tor. Adibon Legba.
Thank you.
Wir hätten den alten Mann schon längst umlegen sollen. Ich schätze, der Boss hatte Angst, dass Sammy uns Marcano auf den Hals geätzt hätte. Der? Der weiße Arsch kümmert sich doch einen Scheißdreck um so einen ausgelutschten Nigger. Ha? Solange das Geld reinkommt, ist es Marcano egal, wer es ihm überreicht. Fe-do-do, petit pour mama. Fe-do-do, petit pour mama. Si bébé pas fe-do-do, grand loulou va manger. Grand loulou va manger. Si bébé pas fe-do-do, grand loulou va manger. Hein?
Das ist keiner von unseren. Muss ich sagen, dass diese Penner den Überfall auf sechs Jungen vermasselt haben. Wäre gut, wenn sie den Motherfucker erwischt hätten.
Hier ist alles ruhig. Fick dich! Du bist nicht töten! Du hast kein Recht, Musik! Hättest mich töten sollen, als du noch konntest, Arschloch! Zu Beschutz! Zuerst töte ich dich, dann diesen nutzlosen alten Mann. Ich reiße dich in Stücke! Formiert euch hinter mir! Immer mehr von uns! Ich geh auf!
Kerl! Uwo Anjen Bata! Fick dich! War ein großer Fehler, im Hollow aufzutauchen. Das Hollow gehört einem Trajigesi, einem Feigling und Verräter. Schwarze Kulten, keinen weißen Leuchten. Der Mann, von dem du sprichst, hat mich aufgenommen, als ich nicht wusste, wohin. Du bist nicht besser als er. Du Gänsekusser! Du Schweinehund! Hey, Schwein der Hölle! Beruhig dich! Ich soll mich beruhigen? Wie soll das gehen? Er hat mich gefangen gehalten, eingesperrt Tag und Nacht, mich verprügelt und missbraucht. Ich verfluche dich, du Monster! Dich und deine ganze verrottete Simpschaft! Er ist tot! Er ist tot! Er kann dir nichts mehr tun. Es ist vorbei. Es ist vorbei? Es ist vorbei? Wie kann so etwas jemals vorbei sein? Bajam! Verrückte Haitianer. Sammy's Junge ist da drin! Tötet ihn! Der Wichser hat Baka getötet! Verbrennt ihn! Sobald ihr ihn seht, tötet ihn! Thank you.
Tower soll brennen! Ich versteck mich! Schauen wir uns an, wie er brennt! Er setzt mir rüber! Mach mich unsichtbar! Ich muss nachladen, verdammt!
Sieh nach! Suchen wir woanders. Motherfucker! Wir gehören nicht zu... Ich muss nachladen! Heute ist der Herbst der Tode! Der Scheiß, der hat mich abgeschießt! Er ist ein besserer Schütze, als ich dachte! Feuer vom Himmel! Du hast dich mit dem falschen Bruder angelegt! Denk nicht drüber nach! Er schießt! Den Wichser mach ich! Ich sitze hier fest! Seine Munition ist alle! Scheiße, wie hört ihr das? Kümmert euch um diesen Wasserbocker! Köln soll brennen! Muss nachladen, gib mir Deckung! Erledige ihn von der... Doch langsam Zeit.
dauernd muss ich dich rauspauken. Alles frisch? Ja, alles klar. Wie lief's mit Barker? Wir sind zu einer Einigung gekommen. Er wollte sterben und ich habe ja gesagt. Fahren wir zurück zu Sammy. Hobbs wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Dann läuft alles so, wie es soll. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Bobs? Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar, ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem... Du weißt schon. Und ich erst recht nicht, erklär's mir. Ob durch eine Kugel oder die Hand Gottes. Jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Aber Alice Wirbel... Ich bete drum, dass Pops uns beide überlebt. Aber wenn nicht, will uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Darüber müssen wir uns im Moment noch keine Sorgen machen. Also entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Ja gut, schon klar. A lovely boost of energy. But Swift tastes so good, and it's so refreshing. Yes, but an individual serving of it has no more calories than a grapefruit. Really? Yes, ma'am. And Swift's delicious taste is so satisfying, and the bubbles are so filling, it keeps me from eating something that might put on the pounds. That's your secret? Swift Cola? Here, have one. Everyone! With cola's sparkling in taste. Nothing refreshes better on a hot summer day. Buy it by the bottle, buy it by the case. Grab that icy cold one. That 50-fold one. That bubbly fun one. That sippy thing one. Swift, when you need a fresh and fast. Amaroids. They itch. Well, burn, uncomfortable, embarrassing, painful. What product do 4 out of 5 proctologists recommend to cool, soothe, and reduce the swelling of painful hemorrhoidal tissues? Harms Hemorrhoidal Suppositories. They bring quick, cooling relief. The patented Harms formula speeds cooling comfort to where it's needed most. Reduces the swelling, soothes the burning, makes life once again worth living. Harms Hemorrhoidal Suppositories for quick, effective, cooling relief. New Bordeaux, WNBX 790, WNBX. It's cold. Eine Sache, die Lincoln nicht gesehen hat oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte, war, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde, wie die Haitianer. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Das hätte sich nie geändert. Und so ließ ich Lincoln mit Zamacano ein. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt? Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam. Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich
die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie. Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben. Früher oder später passt du einmal nicht auf und das war's dann. Also, was unternehmen wir wegen Marcano? Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen da aber nur als Angestellte rein. Also, es wird dir nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Schön. Wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Und du wirst tun, was immer Sal will. Klar? Tu es für uns alle. Ja, Sir. Auf ein neues bei Native Sun, liebe Hörer. Also, diese Pause, die habe ich wirklich dringend gebraucht. Der alte Remy musste einfach mal ein wenig Brennstoff nachtanken. Zum Glück hat mir mein Produzent Gilbert, vielen Dank Gilbert, freundlicherweise eine volle Thermoskanne Kaffee aus der Innenstadt mitgebracht. Aus der tollen Tasty Patisserie. Genau das Richtige. Ihr alle da draußen, ihr wisst, wovon ich rede. Oh doch, das wisst ihr. Ach ja, und ich soll euch von Nancy daran erinnern, dass die Tasty Patisserie noch Bestellungen annimmt für den bevorstehenden Mardi Gras. Sagt ihr einfach, dass Remy euch schickt und ihr kriegt einen Kuchen gratis dazu, wenn ihr zwei kauft. Das ist unschlagbar. Also geht rüber und bestellt ihr schöne Grüße von mir. Ich weiß, ich soll meinen Kaffee nicht während der Sendung genießen. Gilbert läuft schon ganz von an, damit... Darum wird es ja beim Mardi Gras bald auch wieder gehen. Um guten, altmodischen New Bordeaux-Spaß. Und wenn die Begeisterung da etwas mit mir durchgeht, sorry.